Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Entschuldigung, musste gerade aufstoßen. Und schon wieder, Entschuldigung. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Akko, diesen komischen Kanalisationsboss, gekloppt. Und ja, das hat mich ein bisschen aufgeregt und ich hab den noch mal besiegt. Und zwar, ich habe meinen Spielstand geladen und habe den noch mal besiegt, damit ich den analysiert gehabt habe, weil natürlich habe ich das gemacht. Ich bin verdammt noch mal Daniro. Natürlich mache ich so einen Mist, weil ich sonst irgendwie, weil ich nicht was verpasst habe und mir das dann voll auf die Nerven geht für den Rest des Spiels. Und ja, den hier habe ich immer noch nicht, aber ich glaube, den kriegen wir irgendwann mal irgendwo, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Schade. Keine Ahnung. Gut, jemand hat ein Level Up. Zwei hatten ein Level Up. Sehe ich gerade. Waffenmodifikation. 15. Barrett. Ja, braucht man nicht. Hartklinge und so. 8. Ich glaube, 8 war auch noch dabei bei einigen Dingern, ne? Längere Buffs. Was haben wir denn hier noch? Magische Attacke, Schockflatterer. Schaden von Sprungangriffen, Schwertwirbel. Das war mal. Oh, sparen wir noch ein bisschen. Gut. Und dann machen wir mal weiter. Was mich aber noch interessieren würde, wäre Ende mit Schrecken. Okay, ich muss die Dinger hier noch alle lernen, damit ich hier wahrscheinlich mal eine andere Waffe wieder einsetzen kann. Ich dann zum Beispiel bei der Panzerschwert oder so wieder ausgerüstet. Obwohl das Ding ist stärker. Also was rede ich da eigentlich? Aber bei Tifa war jedenfalls die Überschallfäuste, die waren nicht so stark. Ich meine, die haben 4 Materia-Slots, aber wenn man sich hier den Schaden mal anguckt, holla. Ich glaube, bei Eris war genau der gleiche Fall. Also ja, ich muss die Sachen mal lernen langsam. Was ist? Und ich hoffe, wir kommen ein paar Kämpfe. Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir Meistens. Dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Ich kann dich nicht hören, ich gehe in die Richtung. Wir dürfen uns nicht verlaufen, sagt er, wenn er schon direkt in die andere Richtung geht. Alles klar. Ich habe den Boss übrigens, ja, als ich ihn nochmal besiegt habe, direkt beim ersten Mal besiegt und da war voll einfach. Also ja, natürlich weiß das. Hi, Sargins. Euch kennt man. Nicht übertreiben. Das hat nicht schon Musik. Okay, ich glaube, ich muss Cloud mal Dings geben, weil immer zu Aeris wechseln und ihr dann Analyse einsetzen zu lassen. Sie kämpft. Sie haut die ganze Zeit gegen das Ding an ihr, gegen die Wand. Oh gut. So, Sargins. Euch kennt man. Feuer. So, warte mal. So, sie muss ja noch Schock genommen eben. Ach ja, ich vergesse wieder. So. Das hat geklappt. Weil mit Cloud tue ich ja die ganze Zeit immer als erstes hier kämpfen, deswegen sollten wir ihn. So, du nimmst Analyse. Stehlen, ja, nimm Stehlen. Wo irgendwie brauche ich Stehlen nicht. Wir brauchen nie stehlen. Irgendwie haben die Gegner nie irgendwie was. Also ja. Wenn wir in den Bosskampf kommen, dann lasse ich mich einfach irgendwie verrecken. Wenn ich sehe, ich tue ja immer analysieren und wenn ich dann sehe, oh, der hat ja was Geiles, dann ja, weiß ich nicht. Dann tue ich noch mal, dann lasse ich irgendwie verrecken und ja, mach den Kampf noch mal neu, tu meine Sachen irgendwie ausrüsten. Ne? Was geben wir ihr denn? Autobieter wäre auch nicht schlecht gewesen, aber wenn ich halt nicht mal level, dann hat das für mich irgendwie, weiß nicht, keinen Grund irgendwie mehr in meine in mein Inventar zu sein.
einen geringen ATB-Bus für Gefährten nach zwei gleichen Kommandos in Folge. Knaller ATB-Kommandos ausgeführt, laden sich die ATB-Leisten und die leicht auf. Keine Ahnung. Wird schon irgendwas Gutes bringen. So. So, ich habe gesehen, wir haben ein bisschen AP verloren, also. Boom. Mädchen, wartet ein bisschen. Ich muss erst noch hier erkunden. Alles klar. So. So viel kommt eigentlich gar nicht mehr in diesem Spiel, wo ich so darüber nachdenke, ne? Aber je nachdem, wie das Spiel jetzt hier diese Abschnitte hier noch streckt, könnte das doch noch ein bisschen lang werden, ne? Also viele wichtige Sachen kommen jetzt eigentlich nicht. Okay, aber eine Sache kann ich mir vorstellen, die hat ganz schön in die Länge ziehen werden, was sich das halt anbietet. Aber ja, so die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon geschafft, also locker. So, kann ich nicht einstellen, jemand anderen zu spielen irgendwie? Wenn ich wüsste, wie man das macht. Nächste Seite. Oh, cool. Kann man sogar... eine kleine Erklärung sehen, wie... Dinger hier Anführer wechseln, aber dann spiele ich sie nicht. Dann stimmt, gibt es ja auch noch. Ja, aber irgendwie komme ich nicht dazu, irgendwie ja, das als einzusetzen, weil es ja immer so hektisch so geht. Man sieht ja irgendwie, wie. Das ist eine lederne Schatztruhe. Das ist bestimmt was Geiles drin. Federhandschuhe. Hey. Neue Waffe für Tifa. Obwohl sie noch andere Sachen hier am Lernen ist. Ja. Auf Hochtouren. Rückwärts also. Penetriert den Gegner mit heftigen Stehen und hört den Schaden des nachfolgenden Kommandos. Das verstehe ich irgendwie nicht. Geschicklichkeitsbonus. Gegner schocken. Dann kriegt sie mehr Geschicklichkeit. Aber wenn man sowieso Geschicklichkeit bekommt, wenn man den Angriff einsetzt, dann ist das doch voll schwachsinnig. Ich meine, sie bekommt so oder so dann Dinger. Also, versteht ihr? So, gibt es dann Geschicklichkeitsbonus? So, mal gucken. So, auf der anderen Seite war nichts mehr, ne? Da war nicht abgeriegelt oder so, ne? Keine Ahnung. Uff. So, was ist das jetzt? Okay. Warum sollte ich das wieder anmachen? Warte, warte, da ist jetzt hier. Okay, warum sollte ich das noch mal anmachen wollen? Ist ein bisschen verdächtig. Verstehe jetzt nicht. Hä? Warum sollte man? Warum haben die noch mal einen Schalter hingepackt? Von der anderen Seite muss ich das ja ausmachen, ne? Wenn ich überhaupt darüber kam, warum haben sie jetzt hier noch mal extra so ein Ding gepackt, damit ich jetzt, damit ich das jetzt hier noch mal senken kann, erhöhen kann.
verstehe jetzt nicht. Um so realistisch zu halten oder was? So, hey, wenn man von der Seite kommt, da muss man ja auch irgendwie den Wasserspiegel mal höhen oder senken können, ne? Also, aber egal. Na, dann mache ich das mal wieder so. Vielleicht verfolgen mich ja gleich welche und die kommen nicht so schnell darüber, weil ich das Wasser wieder erhöht habe. Keine Ahnung. So, Musik. Komm her, du Oppressed. Name sagt mir jetzt nichts. Ich höre mir gerade die Musik an. Ist das nicht der Walmart? So, ich sollte mir vielleicht mal ein paar Phoenix für, obwohl ich habe immer noch 13. Ja, weil ich den Kampf ja nochmal neu gemacht habe und ja, ich habe ihn super schnell erledigt und bin überhaupt nicht verreckt. Also, ja. Der war auch dann voll einfacher, ey. War viel einfacher als was ich in der halben Stunde im letzten Part gemacht habe, ne? War schon gar nicht mehr lustig, ey. Alles klar. So, ich frage mich, wie lang die Kanalisation jetzt hier ist. Danach kommt noch ein Gebiet, das weiß ich. Hier, Mann, das werden wir noch in diesem Part erreichen, vielleicht. So, hier kommen Gegner. Pass auf. Also ja. Wirksam Eis. Komm schon. Ich muss mit Tiefer die Dinger lernen. Da fällt mir gerade ein. Ich habe eine neue Waffe. Jetzt muss die Sachen hier erstmal wieder alle verballern. Federhandschuhe. So. Du bist. Keine Ahnung. Physisch ausgelegt, ne? Schaden von normalen Angriffen. ATB-Auflagen 10%. Zangans Leere wird zu 70% aktiviert. Was bedeutet das denn? Am Beginn des Kampfes erhöht sich in bestimmter Wahrscheinlichkeit die Stufe von Entfesselung. Zangan, der Name sagt mir auch was. War ich die Person, die Tiefer irgendwie links beigebracht hat, hier zuzuhauen? Irgendwie so was war das, ne? So, ich gehe natürlich erstmal wieder auf physische Angriff und so, ne? Schaden von normalen Angriffen, physische Attacke. Okay, da. Und da. So, jetzt ist die Waffe doch viel stärker schon mal. Schnelligkeit, nein. Schaden von normalen Angriffen, das ist doch nicht schlecht, ne? Und oh, das hat viel gekostet. Okay, da habe ich mich ein bisschen nicht auf die Dinger konzentriert, aber egal. So, wo muss ich denn hin hier? Ach, da oben. Okay, das ist doch noch ein bisschen größeres Gebiet. Hm. Oh, kam ich von da? Ja, ne? Ja. So, hier kommen Gegner. Pass auf. Oder auch nicht. Ich denke mal, wenn immer so ein großer Raum ist, dann kommen hier Gegner. Aber nein. Wer bist denn du? So. Boom. Geschicklichkeitsbonus, oder? So, dich muss ich analysieren. Aua. So, Analyse. Wirksam Eis, stark Resistenz Dings, alles klar. Was weiß ich hier. Geschockt. Sehr gut. Das hat geklappt. Muss ja diese Mini-Quests auch noch erledigen, ne?
wir schon dabei sind. So, da müssen wir hin. Ja. Okay. Was haben wir denn hier noch? Dinger. Verschlossen. Da war ich schon drin, also bin ich jetzt da hingekommen, halt. Okay. Gut, keine Ahnung. Hä? What? Warte mal. Wo ist das jetzt? So, Heilung. Nö. Nee, da lang, okay. Hier ist aber nix. Was? Irgendwie. Da geht's auch irgendwie nicht weiter. Also, oh, verstehe ich irgendwie die Entscheidungen von einigen Designs in diesem Gebiet nicht so. Ich bin immer der Meinung, wenn man einen Raum irgendwo programmiert in einem Videospiel, dann soll der auch irgendwie so ein ganz klein bisschen Grund haben oder so. Stockdunkel, Augen zu und durch. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihnen doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Naja, weiß nicht. Die wollen ja Image schützen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Uns auf den Finger zeigen. Ja, das war Avalanche. Wir sind die Bösen, wir sind die Guten. So, oh, kann ich irgendwo Licht anmachen oder so? Boxen. Okay. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn er noch funktioniert. Ja, bist du ein Elektriker, Cloud? Weißt du, wenn ich das jetzt anmache und das geht an, ne? Was sagst du dann? Ja. Erstaunt so was. Wir haben es geschafft. Oh, guck mal, das ist wieder dieser Hund. So. Weiß er, verstehe ich auch wieder nicht. Warum haben sie jetzt extra hier so ein Ding gemacht? Ah, bin im Wasser, okay. Wollte schon sagen, warum haben sie dann jetzt hier diesen Raum gemacht, wenn hier genau das gleiche ist? Also nichts. So wie auf der anderen Seite. Wäre schon so mein drittes Mankel gewesen. So. Das war, weswegen habe ich das gemacht. Und ist nix. Oh, das Geleiter, okay. Ist ja gut. So, Geld. Kann man nicht falsch machen mit. Okay. Relativ wenige Gegner. Ich habe ein bisschen mehr Gegner hier irgendwie erwartet. Ist irgendwie allgemein nicht viel los in dieser Kanalisation, habe ich so ein Gefühl. Also nicht. Wenn sie auf so vielen sind auf so vielen Gebieten voll viel gemacht irgendwie, deswegen.
Mein Gott, wie schnell bist du denn geschockt? So. Ah, da waren zwei? Okay. Ah, was? Oh. Ah, warte. Okay. Die Kram können ruhig noch mal auftauchen. Ich habe dann eine Materie am Boden gelesen. Ich habe sie gelesen. Ja, ich kann Materie lesen. Schlüssel für den Hauptwasserkanal. No, das ist jetzt aber nicht in diesen einen Raum, ne, wo ich gerade war. Also Raum. Diese eine Ecke, wo ich gerade war. Ne, das ist bestimmt hier, ne? Nass kalte Tunnel. Ich gehe nochmal zurück. Gucken wir mal. Vielleicht ist das ja, und da waren gerade Gegner, glaube ich, am Boden. So, da du irgendwie ja voll schnell geschockt bist. Was zum Teufel? Habe ich gerade voll fertig gemacht. Ha, ehrlich? Weil er am Abwehren ist, Robert. Hey. Eine große Sache. Alles klar. Wir tauchen nochmal Gegner neu auf. Also das ist schon verdächtig. So, jetzt kommt hier wieder ein so einer. Bonk. Ah. Ja, geblieben. Also einfach auf den draufhauen, Leute. Ich merke gerade, ich bin ja falsch. Aha. Und ich möchte mal diese blöde Mission erledigen, wo ich irgendwie schocken muss und irgendwie ATP aufladen muss. Ja, ich sage, ich so lange irgendwie dafür brauche. So. Ja, verschlossen. Du sollst dich dagegen drücken, du sollst gucken, das Ding da reinpasst. Cloud. Ist der Elektroniker. So, das Ding funktioniert bestimmt nicht mehr. Es ist an. Was? Steht denn seine Frisur irgendwie voll ab, irgendwie so. Blub. Keine Ahnung. Alles klar. Ist das hier für der Schlüssel? Ja. Super, tue ich hier extra irgendwie erkunden und. Aua, nicht schubsen, Mädels. Oh. Macht ihr denn da? So, sind wir jetzt da, wo ich denke, wo wir sind? Nö. Denk mal, diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, ich habe mich schon verlaufen. Hast recht. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir sind. Okay. Alles klar. Gut. Muss er gucken. So, hier tauchen aber mehr Gegner auf, oder? Pass auf. Hey. Oh, warte mal. Hey, du bist neu. Nee, du bist nicht. Na, oh, der ist schon tot, ey. Bonk. Weiter geht's. Ach, ich muss das Salto einsetzen. Boah. Ich war jetzt die ganze Zeit. Ich möchte dann die neuen Waffen hier mal endlich lernen. Cloud, der muss auch noch irgendwie eine Waffe, ne?
Naja, bekomme ich wieder eine neue Waffe und oh, die hat aber gleich schon alles, alles klar. Ah ne, durch Schocken bekommt sie ja auch Geschicklichkeitsbonus mit dieser Waffe, ne? Ist wie ein Tales of Vesperia, ey. Immer erst die ganzen Fähigkeiten lernen. Und dann bekommst du noch eine Waffe, schon wieder irgendwie neue Fähigkeiten. Und in Tales of Vesperia bekommst du viel mehr Waffen. Und viel mehr Fertigkeiten. Okay. Oh, da sind noch mehr Gegner. Hi. Dann sind noch mehr Gegner. So, ich habe gesehen, ihr seid an Fichten. Witze. Oh, was? Was war das denn schon wieder? Ey. Okay. Kann ich mal jemand angreifen, damit ihr... Warte. Weil der Blitz ist eingeschlagen und er hat überhaupt nichts gemacht, ey. Kann ich mal wieder aufstehen? So, wir gucken uns das jetzt noch mal an, ne? Wende Spezialfertigkeiten bei Gegnern in Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Spezialfertigkeiten. Was sind Spezialfertigkeiten? Sind das diese Dreieckangriffe? Spezialfertigkeiten. Stärken. Da. Spezialfertigkeit. Haltungswechsel. Da. Das sind Spezialfertigkeiten. Kein Wunder, warum ich das nicht bekomme. Ich denke, die ganze Zeit sind hier, weiß ich nicht, hier die normalen Fertigkeiten, hier diese Kampfdinger, die ich ausrüsten kann, so. Nein, ey. Boah. Da jetzt muss ich schocken und damit so einen blöden Angriff hier. Oh mein Gott. Blitzwind hier. Zeigt aber schon gleich. So, und dann kommt natürlich wieder das Problem, dass die meisten Gegner schon verrecken, bevor ich irgendwie dazu komme, hier um die Spezialfertigkeiten einzusetzen. Hätte ich vielleicht im Bosskampf machen sollen, ne? Aber kein Wunder, warum ich das nicht kriege die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit mit Cloud rumlaufen. Den seine Spezialfertigkeit ist ein Haltungswechsel. Ich glaube nicht, dass das zählt. Muss ich mit Tifa machen an ihren Shoryuken halt. Nein, warte doch mal. So, ich mach das mal runter, weil warum nicht, ne? Oh. Okay. Wird es bestimmt schon gebracht haben irgendwie, ne? Mir gerade der Patch schon wieder gleich vorbei. Warte mal. Ja, lass eine Sackgasse, lass da eingehen. Oh, was haben wir denn hier? Toxin. Benutze ich nicht wirklich. Warum ist die Kamera, Sarah? Okay. Ah, deswegen muss ich das reduzieren, ne? Alles klar. Warum war da gerade so ein durchgestrichenes Zeichen? Keine Ahnung. So. Ich nehme an, ich bin bis jetzt hier richtig gelaufen, weil, ne? Cool, eine Phoenix wieder. Boom. Da lag was, habe ich schon eingesammelt, ne? Wer bist du denn? Du bist ein Zargin, ne?
Energiesprung. Bist du ein Dragoner oder was? Ich zähle auf dich. So, warte mal. Wir hatten noch mal Feuer. Du. Willst du sogar was aus, ey? Nein. Na, da haben wir es gehabt. Boah. Nur zum Schockphänomen. Oh. Noch einmal kommen. Machen wir im nächsten Part. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und gucken, ob wir es hier durch die Kanalisation schaffen. Ich schaue mich hier noch mal ein ganz kleines bisschen um, ne? Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also tschüss und bis zum nächsten Mal hoffentlich.